Historienbilder, also gemalte Darstellungen historischer Ereignisse oder historischer Personen, ist sicherlich die Bildform, die mit am häufigsten im Geschichtsunterricht eine Rolle spielen wird. Diese Historienbilder weisen die verschiedene Charakteristika auf. Sie sind zumeist öffentlich. Also der überwiegende Teil dieser Bilder ist doch eben durchaus für eine Öffentlichkeit gedacht gewesen und eben auf Öffentlichkeitswirkung hin ausgelegt, was natürlich für die Interpretation eine Rolle spielt. Wichtig ist auch, solche Gemälde haben immer zwei Zeitebenen. Das eine ist die dargestellte Zeit, also die Zeit, die abgebildet wird. Und eben die zweite Zeit, die Zeit, in der das Bild erstellt wird. Also wenn sozusagen ein Maler des 19. Jahrhunderts eine Szene aus der Antike malt, dann ist die dargestellte Zeit die Antike und die Darstellungszeit wäre eben das 19. Jahrhundert. Und weil das so ist, ist eben auch ganz schnell deutlich, dass die Erkenntnisebene für Bilder eben weniger auf der Zeit der dargestellten Zeit liegt, also weniger Informationen tatsächlich über die Zeit, die da gerade gemalt oder beschrieben wird, sondern die Erkenntnisse sind eigentlich stärker auf der Ebene der Darstellungszeit. Also was sagt das Bild eigentlich über die Wahrnehmung seiner eigenen Zeit aus? Die Zeit in solchen Gemälden, Historienbildern ist auch praktisch immer gestaltet. Und da gibt es zwei wesentliche Richtungen. Die eine Richtung ist die einer Verdichtung. Also es wird eine zeitliche Entwicklung, ein Prozess, ein Konglomerat von Abläufen wird in einen einzigen Moment hinein verdichtet. Es wird ein einziger Moment dargestellt, der aber im Idealfall die ja, sozusagen gesamte Komplexität größerer Vorgänge ergreift, begreift und darstellt. Die zweite Möglichkeit, was immer mal wieder vorkommt, ist, dass größere Prozesse in ihren einzelnen Teilen gewissermaßen parallel dargestellt werden auf einem Gemälde. Also es werden sozusagen verschiedene, ja, Teilszenen dargestellt, die eigentlich chronologisch hintereinander geschaltet sein müssen. Das hat man häufiger mal bei mittelalterlichen Darstellungen, wo sowas der Fall ist. Insgesamt aber sind eben Historienbilder eine Bildform, die ganz klar Geschichtsdeutung betreibt, weil sie eben eine, ja, ein bestimmtes Bild im wahrsten Sinne des Wortes von Geschichte, von historischen Ereignissen vermitteln will. Wo liegen die Erkenntnispotenziale in der Arbeit mit solchen Materialien? Die erste Erkenntnis liegt sicherlich daran, wenn man ein solches Material oder ausgehend von einem solchen Material den Entstehungskontext sich anguckt und sich den erschließt und deutlich macht, das ist eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, anhand eines solchen Bildes zu erarbeiten, wie eben gerade das Zusammenwirken von verschiedenen Gestaltungselementen, sei es Farben, sei es Perspektiven, sei es Szenerien, sei es Motive. Erst dieses Zusammenwirken erzeugt eine Wirkung und das könnte man eben an solchen Bildern auch zum Thema machen, sowas herauszuarbeiten. Dann, wenn solche Bilder Geschichtsdeutungen sind, ist natürlich immer ein Punkt, die Deutung, die in diesem Bild steckt, herauszuarbeiten. Das ist ja auch üblicherweise das, was man bei den klassischen Vorgehensweisen macht. Und sich dann eben mit dieser Deutung und Bewertung auseinanderzusetzen. Ganz interessant kann es noch sein, wenn man jetzt nicht nur ein Bild betrachtet, sondern mehrere Bilder, Gestaltungen, Aussagen von solchen Historienbildern miteinander zu vergleichen. Das kann diachron sein, also die so eine bildliche Darstellung bestimmter Ereignisse im Laufe verschiedener Zeiten. Das kann interessant oder ein Ansatzpunkt sein. Aber es mag auch synchron sein, also die Darstellung eines Ereignisses aus ja, so in verschiedenen Bildern, die aber ungefähr aus der gleichen Zeit stammen. Das sind natürlich sozusagen nochmal andere Perspektiven. Da kann man gerade wunderbar dann deutlich machen, wie unterschiedlich Bilddeutungen eben tatsächlich ausfallen können. Das Ganze würde ich hier einmal versuchen, ein wenig darzustellen anhand dieses Bildes, was relativ bekannt sein dürfte. Napoleon, also wie er sich aufmacht, zu Beginn des Zweiten Koalitionskrieges die Alpen zu überschreiten, eben in seiner Rolle als erster Konsul. Wie kann man zum Beispiel an einem solchen Bild arbeiten? Man kann natürlich nur die Gestaltung des Bildes, also Szenerie, welche Elemente werden hier verwendet, antikisierende Dinge, all das könnte man herausarbeiten. Aber was man hier sehr schön dran sehen kann, ist eben auch dieser Verdichtungsaspekt. Es wird der Moment beschrieben, gedeutet, in dem Napoleon sozusagen zum Aufbruch bläst und also auf die Berge weist. Aber dieses Bild stellt eben eine Verdichtung dar. Hier hinten sieht man es, hier ziehen Soldaten vorbei, hier zieht schon eine ganze Marschkolonne über die Alpen, hier kommt die Trikolore hervor. Das zeigt, dass dieses Bild letztlich einen ganzen Vorgang, nämlich eben diesen Zug über die Alpen, diesen Koalitionskrieg, wenn man so will, vielleicht im Ganzen sogar, also ganz viel an Vor- und Nachgeschichte
zusammenführt in diesem einen Moment, wo ihm jetzt die Deutung mitgegeben wird. Und diese Deutung, dies lässt sich wiederum ganz interessant darstellen hier an diesen Inschriften auf den Steinen, die hier unten verzeichnet sind. Da steht einmal Bonaparte, klar für Napoleon, Hannibal und Carolus Magnus. Also Hannibals Alpenzug und eben der Zug Karls des Großen über die Alpen zu seiner, ja, letztlich dann Kaiserkrönung. Das sind sagen Bezüge, die hergestellt werden, wo Verbindungen historischer Art hergestellt werden, und damit findet eine Deutung statt. Also dieser Zug Napoleons über die Alpen steht in der Tradition solcher großen Eroberungszüge, die also Weltgeschichte geschrieben haben. Und ne, bei Karl dem Großen, wie gesagt, es geht zur Kaiserkrönung, mag auch schon mitschwingen der Gedanke eines Kaisertums, wobei, wie gesagt, zum Zeitpunkt der Entstehung des Bildes Napoleon noch nicht Kaiser ist, sondern erst zunächst mal immer noch erster Konsul ist. Das sind jetzt nur an zwei Stellen mal angedeutet, wie kann man an einem solchen Bild eben verschiedene Sachen aufzeigen und verschiedene Ebenen aufschließen. Ja, als ein Beispiel für die Bildform des Historiengemäldes. Karikaturen und Allegorien, das ist auch eine der Bildformen, die im Geschichtsunterricht sehr häufig vorkommen wird. Karikaturen vielleicht fast mehr als noch Allegorien. Und auch diese Bildformen zeichnen sich durch verschiedene charakteristische Elemente auf. Zunächst mal sind sie sehr stark öffentlich angelegt und ereignisnah. Eine Karikatur lebt davon, dass Leute sie wahrnehmen, dass Leute sozusagen sie, ja, sich über sie amüsieren, sie aufnehmen in ihrer Darstellung, und sie sind eben sehr aktuell. Also heutzutage eine Karikatur zu zeichnen über ein Ereignis, was 50 Jahre her ist, macht schlicht und ergreifend keinen Sinn. Das führt dazu, dass Karikaturen deutlich mehr, ja, Quellencharakter haben, als dass sie sozusagen Darstellungscharakter haben würden, was man ja vermuten könnte, wenn man sagt, okay, hier werden ja auch sozusagen Deutungen abgegeben. Typische Elemente ist ein Zusammenspiel von grafischen Gestaltungselementen und Schriftelementen. Bei ganz vielen Karikaturen macht erst dieses Zusammenspiel zwischen Grafik und Titel und Schrift eigentlich den Erkenntniswert der Karikatur aus oder erschließt die Bedeutung. Karikaturen, stärker in diesem Fall noch sozusagen Allegorien, arbeiten mit Personifikationen und Symbolisierungen. Da steht dann eben das Füllhorn für Reichtum. Da steht das Schwert eben für Konflikte, die Krone steht für Herrschaft. Personifikationen mögen eben sein die Germania, die Marianne und solche Geschichten. Metaphern und Visualisierungen sind auch Mittel, die vielleicht eher noch bei den Allegorien vorkommen. Metapher, aber so Elemente wie so das Staatsschiff als Bild, mit dem dann gearbeitet wird, das sind ja durchaus Dinge, die man in den Karikaturen auch immer wieder findet. Karikaturen und Allegorien sind beide häufig oder fast immer beurteilend und bewertend. Und dabei, also sie geben eine Ansicht, eine bestimmte Deutung eines Ereignisses, eines Sachverhaltes ab. Das aber häufig in zugespitzter Form. Und das ist auch das, was die Auseinandersetzung mit diesen Materialien spannend macht, wenn es darum geht, welche Erkenntnispotenziale liegen daran. Ich kann eine Karikatur beispielsweise auch sicherlich nutzen, um Kontextwissen zu reaktivieren, um Kontextwissen mit einzubeziehen, zu erschließen. Dafür kann ich Karikaturen sicherlich nutzen, brauche es aber auch, um eine Karikatur zu verstehen. Ich kann an Karikaturen auch untersuchen, wie wirken Gestaltungselemente zusammen, wie kriege ich Prägnanz hin, wie kriege ich vorne Hintergrund, Vordergrundspiele. Das sind Dinge, das kann ich an Karikaturen immer auch deutlich machen. Ich habe, und das ist was Nettes, ich habe natürlich in solchen Abbildungen auch sehr ereignisnahe Urteile und Deutungen. Also ich habe so fast immer zeitgenössische Deutungen von bestimmten Sachverhalten. Und das ist natürlich immer hervorragend, weil man das ganz leicht überprüfen kann, inwiefern stimmen diese Deutungen im Lichte einer weiteren historischen Entwicklung oder nicht. Reizvoll für die Arbeit im Unterricht ist eben auch die Auseinandersetzung mit der Zuspitzung und der Verkürzung. Also dadurch werden diese Urteile häufig noch schärfer in ihren Positionen. Das macht natürlich für die Auseinandersetzung mit Positionen dann umso einfacher, auch vielleicht umso ergiebiger und für Schülerinnen und Schüler dann vielleicht auch nochmal zugänglicher. Interessant bei Karikaturen kann sein, die Rezeption zu erkunden. Ein klassisches Beispiel dafür ist die Karikatur Dropping the Pilot aus dem englischen Punch, der den Abgang Bismarcks 1890 vom Staatsschiff des Deutschen Reiches darstellt. Und diese Karikatur, also Bismarck, der das Fallreep hinabschreitet und das Schiff verlässt,
Diese Karikatur ist immer wieder aufgegriffen worden in verschiedensten Konstellationen, bis hin zu Honecker, da heißt der Titel dann, der Lotse soll von Bord und Honecker wird über den Mord gedeutet von der Besatzung. Das kann auch interessant sein zu untersuchen, welche Nachwirkungen, welche Rezeption und gegebenenfalls auch welche Umdeutungen erfahren eben solche Karikaturen. Das einmal an einem Beispiel, nur an dieser Stelle ein wenig skizziert. Die Karikatur hier, Kraft seiner starken Wurzeln wird er alle Mauern sprengen, von 1972, bezieht sich eben auf den Grundlagenvertrag. Das ist auch hier auf der Blume ersichtlich, der Grundvertrag, von dem hier also die Rede ist. Diese Karikatur zeigt zum Beispiel sehr deutlich, dass man Kontextwissen braucht, um Karikaturen zu entschlüsseln, zu verstehen. Das fängt bei dem Begriff des Grundvertrages an, geht über den allgemeinen Hintergrund der deutsch-deutschen Teilung, der Berliner Mauer, das muss ich einordnen können, aber bis hin zu eben Physiognomien, Willy Brandt und hier Egon Bahr, das sind, gerade Physiognomien sind Gestaltungselemente von Karikaturen, die man im Grunde genommen immer dazu nochmal in einer kurzen Erläuterung versehen muss, im Sinne von, die Zeitgenossen hätten hier in diesem Gesicht sehr schnell die und die Person erkannt. Da zeigt sich eben die Ereignisnähe, die Zeitnähe. Da sind dann teilweise eben auch Personen auf Karikaturen, die heutzutage ja in unseren geschichtlichen Darstellungen dann eben vielleicht gar keine große Erwähnung mehr finden. Plakate sind Bildformen, die für bestimmte Epochen in der Geschichte häufig im Unterricht vorkommen, insbesondere in die Weimarer Republik. Ist so eine Epoche, in der sehr intensiv Plakate kommen. Das hängt auch damit zusammen, dass das Medium des Plakats in dieser Zeit eben einen besonderen Aufschwung genommen hat, auch da eine bestimmte Rolle spielt. Plakate haben auch ihre Charakteristika. Sie sind praktisch immer auf die Öffentlichkeit gerichtet und sind gezielt so angelegt, dass sie Aufmerksamkeit fördern wollen. Also ein gutes Plakat, dem gelingt es eben, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Plakate sind sehr ereignisnah, also ganz nah dran an den historischen Ereignissen, auf die sie Bezug nehmen. Plakate sind häufig großformatig oder fast immer großformatig. Das ist natürlich bei der Analyse ein Punkt, den man auch nochmal berücksichtigen sollte. Was bedeutet das für die Wirkung eines Plakats, insbesondere wenn man es im Unterricht vielleicht tatsächlich nur in sehr klein abgedruckter Form hat, in dem Schulbuch, dann kann es vielleicht hilfreich sein, auf die Dimension eines Plakats nochmal zu verdeutlichen, um damit auch nochmal die Wirkung näher zu bringen. Farbgebung, Grafikelemente, aber eben auch Schriftelemente, das sind typische Bestandteile von Plakaten, die es eben auch in der Beschreibung, in der Analyse dann zu thematisieren gilt. Plakate sollen Aufmerksamkeit fördern und das in einer Welt, in der es sozusagen dann viele Plakate gibt, deshalb müssen ihre Aussagen praktisch immer sehr prägnant sein. Die können dann auch wieder verkürzt sein, das bietet natürlich wieder Interpretationsspielräume, aber prägnante Aussagen finden Sie praktisch immer auf Plakaten. Was kann man mit Plakaten machen? Natürlich kann man Plakate zunächst einmal in Verbindung bringen mit ihrem Entstehungskontext, als Aufhänger nehmen für eine Wiederholung, für eine Erarbeitung. Das sind Möglichkeiten. Plakate sind insofern gut geeignet, gerade weil sie eben mit prägnanten Aussagen zumeist auftreten, um eben mal klare Aussagen an einem Plakat oder an einem Bildmaterial herausarbeiten zu können. Das kann gerade sozusagen für Übungszwecke in der Sekundarstufe 1 das Arbeiten mit Bildquellen sehr hilfreich sein, dass man, wenn man da leicht zugängliche Aussagen in Plakaten findet. Auch Plakate bieten die Möglichkeit, die Beiträge und das Zusammenwirken von Gestaltungselementen herauszuarbeiten, bieten das vielleicht noch in stärkerer Form als andere Bildformen, eben weil im wahrsten Sinne des Wortes plakativ gearbeitet wird und eben schnell eine Wirkung erzielt werden muss. Und natürlich kann man sich auch bei Plakaten damit auseinandersetzen, was ist denn die Deutung, die Bewertung, die das Plakat hier vornimmt, die es verkündet. Stimmen wir mit dem überein? Stimmen wir dem zu? Ist das historisch haltbar? Etc. Das sind natürlich Erkenntnispotenziale, die Plakate bieten. Ein Beispiel für ein solches Plakat, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau und darum CDU, ein Wahlplakat von 1953. Hier sieht man zum Beispiel die sehr markante grafische Gestaltung. Ja, also die roten Linien, die also auf diesen halbverdeckten, ja, Sowjetbürger, wenn man das so sagen will, zulaufen, der in seiner dunklen Farbgebung natürlich sozusagen ein Bedrohungsszenario darstellt, sich halb versteckt und dann mit sehr wenigen Textaussagen wird hier eine Bedrohung skizziert, alle Wege des Marxismus führen nach Moskau.
darum CDU, also die wenigen Textelemente in Verbindung mit diesem bedrohlichen Bild können aber eben sehr schnell die Botschaft rüberbringen. Ja, alles, was ja sich im weitesten Sinne auf den Marxismus beruft, und da zählt natürlich zeitgenössisch auch die SPD drunter, das birgt eine Gefahr, sozusagen vom Kommunismus ja bedroht und einkassiert zu werden, und darum CDU verspricht also jetzt die Lösung, weil so ein Plakat fällt völlig weg, auf welche Art und Weise soll Politik gemacht werden, was ist denn das Gegenbild, was aufgemacht wird, wofür steht die CDU in der Annäherung, all das ist hier nicht relevant, das Plakat verkürzt eben hier auf eine reine Abwehraussage, das eine wollen wir nicht und deshalb müssen sie CDU wählen. Einfach als ein Beispiel für ein solches, ja, prägnantes Darstellungsmittel. Fotografien sind eine Bildform, die in jüngerer Zeit immer mehr Aufmerksamkeit erhält, weil sie auch insbesondere für die jüngere Geschichte, für die Zeitgeschichte eben von besonderer Bedeutung ist, da natürlich sozusagen Milliarden von Fotografien entstanden. Das hat nochmal mehr zugenommen jetzt im Zeitalter des Digitalen. Aber Fotografien sind eben eine Bildform, die auch gewisse Spezifika hat und deshalb auch spezielle Erkenntniswerte hat. Zunächst mal, und das ist tatsächlich die große Besonderheit der Fotografie, die Fotografie wird wahrgenommen als ein Bildmedium mit einer sehr hohen Realitätsnähe. Zumindest ist das die Suggestion. Also der Akt der Fotografie, das Draufhalten mit der Kamera und der kurze Klick, verführt eben zu der Annahme, eine Fotografie stelle die Wirklichkeit ja tatsächlich so dar, wie sie sei. Da muss man sich aber eben auch klar machen, auch eine Fotografie ist, da wird ein Motiv gewählt in dem Moment, wo der durch den Sucher Schauende das Motiv für geeignet hält. Also hier findet eine Motivauswahl statt. Es werden Momente ausgewählt, die fotografiert werden. Also auch hier findet eine bewusste Gestaltung statt. Und insofern unterscheidet es sich eigentlich dann doch nicht so sehr von anderen Bildformen. Fotografien sind natürlich sehr ereignisnah, weil sie unmittelbar in solchen Situationen eben gemacht werden. Wir reden jetzt nicht über Fälschungen, sondern tatsächlich über gemachte Fotografien. Eine weitere Besonderheit von Fotografien ist auch, dass sie in seriellen Kontexten auftreten können. Also gerade Bilderserien, als ein Beispiel die Bilderserie rund um die Ereignisse in Berlin 1953, die Steine werfenden Jugendlichen gegen die Panzer, das ist eine ganze Bildserie. Das ist natürlich eine Möglichkeit der Bildform, was andere Formate in dieser Form nicht haben. Also eine Serie von Gemälden entsteht eben nicht in kurzen Augenblicken hintereinander, sondern wenn dann mit ausreichenden zeitlichen Abständen. Das ist eine Charakteristik für Fotografien. Und dann letztlich auch in bedeutendem Maße eben auch die Praxis von Beschnitt und Retusche, also die Veränderung von Fotografien. Das ist ein Motiv, das man bei Fotografien dann, glaube ich, doch sehr viel häufiger feststellen kann, als das für andere Bildformen der Fall ist. Dementsprechend bieten sich aber eben auch Erkenntnispotenziale. Auch da wieder ausgehend von Fotografien lassen sich Entstehungskontexte erarbeiten oder müssen eben ergänzt werden, um Fotografien zu verstehen. Das kann ja beides der Fall sein. Auch hier wieder das Zusammenwirken von Gestaltungselementen eine Möglichkeit, die Inszenierung einer Fotografie zu untersuchen. Bei Fotografien ganz deutlich machen die Perspektivität. Ich habe immer einen Beobachter. Und eben auch die Deutungslenkung. Das kann ich natürlich mit diesen Beschnitt- und Retusche-Fragestellungen sehr gut im Unterricht machen, einfach deutlich zu machen, wie können eben bestimmte Ausschnitte, die Präsentation bestimmter Ausschnitte, auch bestimmte Deutungen dann eben quasi hervorrufen oder zwingend erzeugen. Mit solchen Deutungen, mit solchen Zuschnitten und Bewertungen, die dadurch ausgedrückt werden, kann ich mich natürlich dann wieder auseinandersetzen. Fotografien eignen sich sehr gut für Vergleiche, sei es synchron, eben habe ich es eben schon angesprochen, Bildserien sind da ein gutes Moment, was man nutzen kann. Fotografien eignen sich aber durchaus auch diachron, wenn man also fotografische Darstellungen mit früheren fotografischen Darstellungen oder vergleicht, vielleicht sogar mit Darstellungen noch früherer Art, also vor dem technischen Aufkommen der Fotografie, vergleicht. Das sind Möglichkeiten, die Fotografien ja sehr gut bieten. Ein wenig davon möchte ich Ihnen erläutern. An dem Beispiel dieser Fotografie, es ist eigentlich keine Fotografie, es ist eine Bildserie. Und zwar sind es Fotos des Sonderkommandos Auschwitz, die 1944 aufgenommen wurden. Und das Besondere sind, sie wurden von Häftlingen aufgenommen. Fast alle Fotografien, die wir aus den Konzentrationslagern und diesem Kontext haben, sind letztlich Täterfotos und müssen eben dementsprechend auch
bei der Interpretation berücksichtigt werden. Das muss bei der Interpretation berücksichtigt werden. Das hier ist eins der Beispiele, wo man jetzt tatsächlich mal so sagen, ja, Fotos von, aus Perspektive, so muss man es ja formulieren, der Betroffenen selber hat. Alberto Herrera, ein portugiesischer Gefangener, dem es also gelang, mit einer hineingespuckelten Kamera hier von den Verbrennungen von Leichen Bilder zu machen. Und Sie sehen eben hier eine Bildserie. Beispielsweise kann man sehen, also eine Bildserie, die werden sicherlich nicht alle ganz knapp hintereinander gemacht worden sein. Das ist eben eine Außenszene, eine Innenszene. Aber zum Beispiel ist hier auf diesem Bild ja im Grunde genommen nur freier Himmel zu erkennen. Das zeigt eben vom Entstehungskontext her, die Kamera musste versteckt werden und es konnten eben die Bildaufnahmen nicht mit dem Blick durch den Sucher gemacht werden, der also das Motiv sehr genau bestimmt, sondern es war hier tatsächlich ein Zufallsmotiv. Genauso hier auf diesem Bild, wo also hier in dieser unteren Bildecke, das müsste man vergrößern, sieht man also nackt Ausgezogene, die sich dann eben die zur Erschießungsstätte geführt wurden. Auch hier wäre ein gezieltes Bild natürlich mit diesem Motiv im Zentrum gewesen. Das war aber nicht möglich. Das sind zum Beispiel Dinge, die ich bei einer solchen Fotointerpretation aus dem Entstehungskontext berücksichtigen muss. Auch hier bei den anderen beiden Bildern die Aufnahme sozusagen aus dem Dunkel heraus in ja, einem kleinen Bildausschnitt nur wird draußen vielleicht auch hastig fotografiert. Eben das Foto musste aus der Deckung herausgeschossen werden. Und das sind Dinge, die man hier an diesen Fotos eben dann nochmal versuchen könnte zu interpretieren oder eben deutlich werden zu lassen, wie entsteht eben hier ein Foto, wie entsteht eine Perspektive, wie sind Entstehungskontexte ja, eben bei diesem Bildform. Mit Realienbilder ist etwas gemeint, eine ja, Bildform, ich werde den Begriff gleich auch wieder zurücknehmen, wo es darum geht, Bilder zu nutzen und zu sehen, was sehen, was können wir hier über diese sagen alltäglichen Beschaffenheiten von Dingen an erkennen, die in der Geschichte eine Rolle gespielt haben. Und damit zeigt sich schon, also Realienbilder sind eigentlich, sind keine eigene Bildform in dem Sinne, sondern sind eher so ein Nutzungsformat. Also nutze ich bestimmte Bildformen im Hinblick darauf, sie daraufhin zu untersuchen, was geben sie uns an Auskünften über zum Beispiel technische Geräte, die eingesetzt wurden. Insofern sind, wenn ich also Bilder als Realienbilder mir angucke, dann steht natürlich sehr stark die Information im Vordergrund. Sie sind sehr sachbezogen. Das ist weniger der Aspekt der Deutung. Der spielt dann höchstens eine Rolle, wenn sozusagen die Sachen selber wieder inszeniert werden sollen. Erkenntnispotenziale solcher Bilder oder solcher Nutzung von Bildern ist natürlich so, mir Gebrauchspraktiken anzugucken, mir soziale Umstände, mir alltägliche Gegebenheiten angucken zu können, zumindest in diesem einen Bildmoment und eben im Vergleich von solchen Bildern dann eben auch Veränderungsprozesse feststellen zu können. Ich kann aber eben auch untersuchen, wie werden denn überhaupt Dinge dargestellt, also wie werden bestimmte Sachen ja auch bildlich inszeniert in ihrer Darstellung, in ihrer Präsentation. Dann bin ich aber schon fast wieder ein bisschen weg von der reinen Realienkunde, wo es eben darum geht, Sachen abzubilden. Ein prägnantes Beispiel dafür sind zum Beispiel Darstellungen von Ackergeräten, von Pflügen, die aus verschiedenen Zeiten im wenn man Bilder miteinander vergleicht, aus dem Mittelalter bis zu sagen, was weiß ich, bis heute. Da lassen sich dann tatsächlich die Erkenntnisse ziehen über die Flugtechniken und solche Sachen. Das ist eine Sache, die bei einer realienkundlichen Betrachtung von Bildern von Interesse ist. Ein Beispiel dafür mag jetzt dieses Bild sein, also von einem Stahlbarrenguss, ist in den USA, Ende des Ersten Weltkriegs, die Zeit 1918. Und hier könnte man eben jetzt angucken, was für technische Gerätschaften wurden denn in dieser Zeit in dieser Fabrik eingesetzt. Vielleicht kann man sozusagen architektonische Erkenntnisse schließen. Sie sehen hier hinten, wo das also das Licht durch die Oberlichter einfällt in die Fabriken. Das ist eine Bauweise in dieser Zeit, die durchaus verbreitet ist. Also helle Oberlichter zu machen, um eben möglichst viel Tageslicht in die dunklen Fabriken hineinzukriegen. Wenn man die Personengruppe jetzt hier näher sehen könnte, könnte man vielleicht gucken, was für Arbeitskleidung haben die, was lässt das für Rückschlüsse zu über Arbeitsschutzmaßnahmen, die stattgefunden haben und solche Dinge. Das wäre also eine realienkundliche Betrachtung von solchen Bildern.
Rekonstruktionen sind eine Bildform, die ja noch viel stärker, also die in vielen Geschichtsbüchern und so auch vorkommt, insbesondere wenn es um die Zeit der Vor- und Frühgeschichte geht. Da haben wir ja keine bildlichen Darstellungen, schon gar keine textlichen. Und da wird natürlich sehr häufig mit Rekonstruktionen gearbeitet und Dinge ja veranschaulicht, weil das der große charakteristische Vorteil von Rekonstruktionen ist. Also Rekonstruktionen stellen im Idealfall Dinge dar unter Kontrolle des jeweiligen Wissenschaftsstandes. Also ich stelle einen Zustand dar, den ich im Original gar nicht mehr finde, aber möglichst wissenschaftsbezogen rekonstruiert und belegt. Die zentrale Charakteristik von Rekonstruktion ist, der zentrale Zweck ist tatsächlich die Veranschaulichung in die Information. Das ist praktisch immer der Ausgangspunkt. Aber in der Art und Weise, wie etwas dargestellt wird, steckt natürlich, weil es eine Rekonstruktion ist, die über so unbekannte Lücken verfügt, die gefüllt werden müssen, steckt natürlich auch immer Interpretation, und die kann spannend sein, herauszuarbeiten. Damit sind wir bei den Erkenntnispotenzialen. Natürlich kann ich Rekonstruktion auch in erster Linie erstmal nutzen, um Dinge zu veranschaulichen. Ja? Also wie hat denn so ein jungsteinzeitliches Zelt vielleicht einfach mal ausgesehen? Dann kann ich aber in Rekonstruktion sehr schön festmachen und herausarbeiten, die Abgrenzung von belegbaren Dingen und vermuteten Dingen. Das ist etwas, was ich da sehr schön dran erarbeiten kann und verdeutlichen kann. Und darüber kann ich im Grunde genommen jetzt auch nochmal hingehen, einen Schritt weiter, und Geschichte im Ganzen als Rekonstruktion erfahren. Also das, was im Bild passiert, ich versuche aus wenigen Überresten ein Gesamtbild der damaligen Situation wiederherzustellen, ist ja letztlich nichts anderes, als was wir mit Quellen und historischen Darstellungen auch versuchen, einzelne Quellen so in einen Kontext zu setzen, dass ein Gesamteindruck eines Ereignisses, einer Epoche etc. entsteht. Rekonstruktionen bieten sich also an für die Untersuchung jetzt abseits von den anderen Erkenntnispotenzialen auch nochmal an im digitalen Vergleich, also im diachronen Vergleich. Also wie werden bestimmte Dinge zu verschiedenen Zeiten dargestellt? Da spiegelt sich Wissenschaft, der Erkenntnisfortschritt wieder. Da mögen sich aber dann eben auch Deutungen widerspiegeln. Also wenn Sie sich Wandmaltafeln, Schulwandtafeln des Germanentums aus den Zeiten des Nationalsozialismus angucken, dann werden Sie da natürlich in der Darstellung der Germanen mit blonden Haaren und blauen Augen ja scheinbar typische Merkmale für Germanen festgemacht finden, die vielleicht in anderen Zeiten gar nicht mehr so explizit dargestellt werden. Also das sind durchaus nochmal lohnende Punkte, um auch da wieder eben dran erkennen zu können, ja, Geschichte, also die Auffassung dessen, wie ist es denn gewesen, wandelt sich abhängig auch von den eigenen Fragestellungen. Um Ihnen den Erkenntniswert von Rekonstruktion zu zeigen, bin ich jetzt zugleich auch mal auf ein Medium gegangen, was jetzt keine Bildform ist, zumindest keine statische Bildform, sondern hier ein Bewegtbild. Sie sehen einen Film des digitalen Forums Romanum, der zeigt, wie der Cäsar-Tempel in Rom damals und früher ausgesehen haben könnte. Und da kann man, in so einem Beispiel kann man natürlich schön deutlich machen, was haben wir eigentlich noch in Überresten und was sind eigentlich die Teile, die ja dann bis zu einem gewissen Grad auch so dazu gedacht, dazu spekuliert werden muss. Natürlich, nein, nicht spekuliert, aber möglichst gut eben wissenschaftlich begründet. Also das lässt sich eben jetzt nicht nur in Bildform festmachen, sondern hier einfach mal ein Beispiel, wie sich eben auch sowas in der Form eines Videos nutzen lassen könnte. Schaubilder sind eine Bildform, die auch häufig im Geschichtsunterricht eingesetzt wird. Klassiker sind sicherlich Schaubilder, die Gesellschaften oder Verfassungen darstellen. Insofern auch hier einige Worte zu dieser Form, zu dieser Abbildung. Charakteristisch, Schaubilder gibt es in unglaublich vielen Formaten und Formen. Das lässt sich hier gar nicht alles irgendwie aufzählen. Schaubilder dienen der Veranschaulichung der Information. Das ist sozusagen ihr erster Zweck. Sachen darzustellen und Informationen zu vermitteln. Schaubilder sind komprimierte Darstellungen. Der Grad der Komprimierung kann unterschiedlich sein, aber im Grunde genommen sind es immer komprimierte Darstellungen. Und damit sind es auch Dinge, die immer der Interpretation unterliegen. Also die Entscheidung, was auf welche Elemente einer bestimmten Sache ich mich denn in der Darstellung konzentriere, wenn ich nicht alles darstellen kann, das ist natürlich eine Entscheidung, die eine Interpretation ist. Was ist wichtig, was ist nicht wichtig.
Daraus ergeben sich auch wieder Erkenntnismöglichkeiten für den Einsatz von Schaubildern. Zunächst einmal klassisch sicherlich die Information über bestimmte Dinge. Aber ich kann eben auch mal solche Komplexitätsreduktionen sichtbar machen und problematisieren. Und dann kann man eben dazu kommen, hier werden Deutungen vermittelt, die man, oder vielleicht implizit vermittelt, die man aber eben nochmal untersuchen kann und hinterfragen kann. Und man könnte eben auch thematische Schaubilder, also zum selben Thema Schaubilder, einmal miteinander vergleichen, um genau das eben festzustellen. Wo hat hier eigentlich die Komprimierung stattgefunden? Wo steckt die Interpretation? Was wird für wichtiger, für relevanter gehalten als im anderen Fall? Ein Beispiel, um ein paar dieser Dinge mal aufzuzeigen, soll diese Grafik sein für den Föderalismus in Deutschland. Sie sehen hier eine Pyramide, oben der Bund, dann die Bundesländer und hier wird nochmal differenziert zwischen sagen Flächenländern und Stadtstaaten. Dann gibt es die Ebene der Regierungsbezirke und hier drunter werden jetzt eben Landkreise, Gemeindeverbände, Gemeinden aufgezählt, kreisfreie Städte, die also direkt sozusagen den Regierungsbezirken zugeordnet sind, Gemeinden, die erst in Kreisen zusammengefasst werden. Ja, diese Grafik stellt einiges dar, ist natürlich informativ, weil so kann man sie nutzen, weil sie eben zeigt, auf welchen Ebenen wird denn bei uns Politik betrieben oder Verwaltung betrieben in dem Fall. Und der interessante ist jetzt der Blick zu sagen, wo stecken hier Interpretationen? Also eine erste Interpretation mag zum Beispiel schon darin stecken, dass man sagt, hier werden Bundesländer, Flächenländer aufgeführt. Und dann werden Stadtstaaten aufgeführt. Warum diese Differenzierung für das Zusammenwirken des föderalen Systems? Ist das jetzt zunächst mal kein Unterschied? Die Stadtstaaten sind im Bundesrat genauso vertreten wie die Flächenländer. Warum wird hier eine solche Unterscheidung vorgenommen? Das ist eine Frage, die man stellen kann. Dann eben auch die, Untergliederung, jetzt hier nochmal, natürlich, das scheint ein Sinn zu sein, dass Stadtstaaten hier also vielleicht nicht mehr untergliedert sind, aber das ist eben auch nicht der Fall, wenn Sie so wollen. Berlin, ja, als Stadtstaat ist in Bezirke gegliedert und jeder der Bezirke von Berlin ist vielleicht größer als Regierungsbezirke in anderen Bundesländern. Insofern, auch hier sind Vereinfachungen drin, Reduktionen drin, die aber dann eben auch nicht über Sachen hinwegtäuschen dürfen. Die ganze Pyramide, ist eine Symbolik, die Pyramide kennen wir klassischerweise ja aus Herrschaftsdarstellungen, wo ganz klare Hierarchien drin abgebildet werden sollen. Und dieser Eindruck mag eben hier bei einer solchen Grafik auch entstehen. Ach, oben steht der Bund und der bestimmt dann alles. Aber das ist ja gerade nicht das Kennzeichen des Föderalismus, sondern es gibt natürlich Bereiche, in denen man von der Zuständigkeit her die Bundesländer an die Spitze stellen müsste. Gerade zum Beispiel klassischerweise der Schulbereich. Insofern sehen Sie als ein Beispiel nur, dass eben auch eine solche Grafik, ein solches Schaubild immer Interpretation enthält. Und das kann auch ein Ansatzpunkt eben für die Arbeit mit solchen Schaubildern sein. Nicht nur die reinen Informationen zu entnehmen, sondern sich und den Schülerinnen und Schülern auch bewusst werden zu lassen, dass es sich hier um deutende Darstellungen von historischen Sachverhalten und Zusammenhängen handelt. Statistiken und Diagrammen, diese unter Bildform zu packen, das mag man methodisch auch schwer kritisieren. Hier geht es mir tatsächlich einfach darum, dass sie uns eben ja als Bildform entgegentreten. Ein Material, was im Geschichtsunterricht sehr häufig vielleicht noch im Kontext der Industrialisierung verwendet wird, aber sonst eigentlich sehr selten nur, insgesamt gesehen eher selten im Vergleich zu anderen Darstellungsformen. Dennoch haben Statistiken und Diagramme ihren Wert und dementsprechend ihre Charakteristiken. Sie sind formatmäßig sehr vielfältig, also Kreisdiagramme, Balkendiagramme, Flächendarstellungen, Zahlentabellen, all das sind ja Erscheinungsformen von Statistiken und Diagrammen. Eine weitere Charakteristik ist, die bedürfen dann eben auch einer spezifischen methodischen Erschließung. Da geht es ja sehr häufig um Anteile, um Entwicklungen, um Trends, um Wenden und solche Dinge. Also ich muss einen spezifischen Blick auf solche Materialien entwickeln, lernen, haben, um sie entsprechend nutzen zu können. Grundsätzlich dienen sie der veranschaulichen Information. Dabei sind die Darstellungen meistens komprimiert und fokussieren sich auf bestimmte Bereiche, um eben einen Sachverhalt prägnanter eben auch rüberzubringen oder auf einen bestimmten Aspekt sich zu fokussieren. Komprimierte Darstellung heißt aber immer, es sind Interpretationen. Eine Statistik ist keine Quelle in dem Sinne, sondern eine Darstellung eines Sachverhaltes mit anderen Mitteln. Also auch eine
was weiß ich, die Armenstatistik des Deutschen Kaiserreichs von 1885 in ihrer Tabellenform ist zunächst mal keine unmittelbare Quelle, sondern eine Darstellung von Sachverhalten unter bestimmten Kategorien, und zwar von Armutssachverhalten im Kaiserreich. Wenn wir diese als Quelle nutzen, dann können wir das eben sozusagen für die Form der Darstellung tun, für die Wahrnehmung von Armut in der Zeit. Aber grundsätzlich bleibt die Statistik selber natürlich eine Darstellung. Was sind die Erkenntnispotenziale? Sicherlich erst auch einmal die Information, also einfach so bestimmte Werte da auch prägnanter zu entnehmen, weil es eben eine komprimierte Darstellung ist. Ich kann aber eben auch Darstellungsformen und Maßstäbe problematisieren, also auch die Missbrauchspotenziale von statistischen Darstellungen, von Diagrammen aufzeigen und zum Thema machen. Deutungen erkennen, also inwiefern werden hier bestimmte Sachverhalte oder bestimmte Deutungen von Ereignissen, von Prozessen vorgenommen, sei es durch die Überschriften oder andere Symboliken, die benutzt werden, auch das sind Dinge, die ich untersuchen kann. Und solche Deutungen kann ich dann eben auch untersuchen und hinterfragen. Statistiken eignen sich auch in besonderer Weise nochmal dazu, Fragen zu entwickeln. Also an einer Statistik etwas festzustellen, einen Sachverhalt, eine Entwicklung festzustellen, kann sehr leicht die Frage hervorrufen, ja, wie kommt es denn dazu, warum ist das denn an dieser Stelle so? Und das ist etwas, wo Statistiken tatsächlich sehr ergiebig sein können. Das möchte ich Ihnen ein wenig nur anskizzieren, an einem Beispiel zeigen, also eine Statistik, die das Bruttosozialprodukt im Deutschen Reich zeigt, preisbereinigt bezüglich 1936, also das sozusagen als Ausgangspunkt. Und ja, diese Statistik, um sie jetzt zu verstehen, muss man eben zum Beispiel methodisch dann schon gucken, wie sieht es hier auf den Achsen aus, welche Werte werden hier auf diesen Achsen dargestellt. Es sind ja unterschiedliche Werte. Was meint das Bruttosozialprodukt? Ich habe hier einen bestimmten Zeitraum, der dargestellt wird. Natürlich geht es in diesem Kontext voraussichtlich, wird es gehen um die Zeit der NS-Zeit, also das Jahr 1933, und sagen, welche Wahrnehmungen der vielleicht auch Zeitgenossen können damit verbunden gewesen sein. Also das ist eine solche Statistik, aber das muss ich eben methodisch auch zunächst mal kennenlernen und üben. Wie lese ich denn sowas überhaupt? Ja, was heißt, warum sind hier Balken und warum ist das Ganze hier als Linie dargestellt? Warum stehen hier auf einmal zwei Angaben in einer Statistik drin? Was kann ich damit lesen? Und eben auch in Bezug auf 1933, die Statistik bedarf letztlich immer einer Kontextualisierung, in der sie dann zu sehen ist und über die sie dann Aussagen zulässt.